So, hallo Leute da draußen. Hallo, hier ist wieder euer Tomo Wittner. Ja, ich habe in der letzten Folge mal eben nachgeguckt. Wir müssen ja den fünften Zahn finden und damit ich jetzt nicht wieder eine halbe Stunde suche, habe ich nochmal geschaut. Und ich habe ihn dann gefunden. Und zwar bei Jannis zu Hause. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den hier wohl übersehen. Und zwar auf der Toilette. Ja, da habe ich ihn. Also, jetzt geht's weiter. Was? Keine dumme... was? Keine dumme Witze diesmal? Ehrlich gesagt, fällt mir gerade keiner ein. Gerade keiner ein. Ich meine ein, aus, ne? Okay, also, sehen Sie. Jetzt... okay. Jetzt müssen wir nur noch mal zurück zum Vogelkäfig. Jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr, wo der war. Das ist so verwirrend. So verwirrend. Könnte... Vogelkäfig. Warte, wir gucken einfach noch mal hier. Tabi. Gut, direkt gefunden. So, und den Zahn... Ah, Moment. Der steht auf dem Kopf. Der steht auf dem Kopf. Das heißt, das ist komplett andersrum. Also, Süden kommt nämlich dann nach oben. Norden kommt nach unten. Ja, ja, komm gleich. Westen und Osten noch vertauschen. Perfekt. Wow. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, den du verloren hast. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe im Moment... Ich habe Moment... Moment. Wo zum Teufel kommt der überhaupt her? Ich habe den nicht da reingetan. Jemand wollte das wie ihn finden. Hätte man den nicht unter die Tür durchschieben oder in einen Postkasten werfen können oder sowas? Realität ist ein verworrenes Netz, Larry. Was? Vergiss es. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wir sollten in den Tempel näher ansehen. Also wir sollten den Tempel näher ansehen. Sehen, ne? So, jetzt haben wir es. Endlich. So, jetzt kann es auch weitergehen. Und zwar ab in den Keller. Den Schlüssel haben wir für einen Tempel. Aus mysteriösen Gründen ist er da einfach aufgetaucht. So. Und jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet im Tempel des Schicksalsberges. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gerade gespannt. So. Zwei Stunden später. Alles soweit normal, Larry. Naja, normal fürs Edison-Apartment. Standards halt. Und was ist mit den Zähnen und dem glühenden Vogelkäfig-Ding und dem Schlüssel? Ich denke, dass das schon ein wenig seltsam war. Und dieses komische Gefühl werde ich auch nicht mehr los. Irgendwas Schlechtes kommt. Alter, ich weiß nicht, was oder wann, aber es wird kommen. Da könntest du recht haben. Ich informiere Todd. Und wenn er zu Hause ist, kommen wir mit seinem Equipment nochmal her. Okay, wie lange hat er noch Unterricht? Er sollte jetzt fertig sein, aber ich wollte mich noch... mal mit Ash treffen, erinnerst du dich? Oh, stimmt, ja. Du solltest sie mitnehmen. Ich finde, wir sollten sie da raushalten. Also von dem paranormalen Zeug. Stimmt schon. Das letzte Mal, wie wir sie mit hatten, hat sie böse, hat es böse beendet, geendet, ne? Ja. Alter, das ist jetzt schon ein Jahr her. Sieht so aus, als würden die Jahre immer schneller vergehen. Ja, das tun sie. Außerdem, vergiss nicht, dass wir uns morgen Abend zum Abendessen treffen.
Wie könnte ich das vergessen? Yum, yum, yum. Von dir und Ash habe ich sicher tausende Nachrichten darüber mitbekommen. Okay. Wir erinnern uns. Also wir erinnern uns, im Tempel damals waren ja auch komische Bücher. Also unten da geht es, wow, ich kann mir schwören, dass wir da auch den Rotauge nochmal wieder treffen als Endboss. Hey Ashley. Sol. Ich freue mich so, dich zu sehen, wie ich dich vermisst habe. Ich hab dich auch vermisst, Ash. Du hast dir die Haare geschnitten. Sieht gut aus. Danke. Es ist besser so zum Fahren. Ich sehe, du hast auch einen neuen Look. Oh ja, irgendwie schon. Sieht toll aus. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Rossschwänze irgendwie vermisse. Rossschwänze? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Hatte der Rossschwänze? Yeah! Oh. Ich bin nicht mehr beim See gewesen, seit wir hier zusammen waren. Was hast du gesagt? Ich sagte, es ist schon lange her, dass wir hier waren. Bei mir auch. Es ist so schön hier draußen, so friedlich. Wie schön. Na gut, der Baum ist jetzt echt ein bisschen gruselig, wollte ich gerade sagen. Gruselig, aber. Irgendwie geht die Kamera weiter zurück, ne? So hast du dich mit Ben versöhnt? Ja, es ist. Passt wieder alles. Worum ging es eigentlich dabei? Geschwisterzeug halt. Er hat mich herzlos genannt, weil ich nicht bei Omas Beerdigung geheult habe. Er sagte, ich sei nicht normal, weil ich niemals weine, bla bla bla. Dann wurde daraus ein großer Streit, als ob ich nicht meine Oma getrauert hätte. Egal, wir haben uns versöhnt und jetzt ist alles wieder beim Alten. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich habe dich damals niemals weinend gesehen. Ach, das bedeutet, dass ich ein herzloses Monster sein muss. Pass lieber auf, wir erledigen hier nämlich Monster. Nein, du solltest besser aufpassen. Mit diesem Monster wirst du es nicht verscherzen. Es ist eine Herausforderung. War das eine Herausforderung? So? Ich hoffe, du hast deine Mutter heute Morgen noch einmal einen Abschiedskuss gegeben. Wie geht's dir, Sally Face? Ach, mir geht's gut. Schön zu hören, aber ich glaube nicht, dass es die ganze Wahrheit ist. Es war gut. Ich bin nur... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich wollte dich mit meinem Problem nicht runterziehen. Sol, wir sind die besten Freunde. Dafür bin ich da. Keine Sorge, also lass es einfach raus. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber du brauchst das nicht zu tragen, wenn ich da bin. Mein Gesicht? Deine Maske. Sie ist inzwischen ein Teil von mir geworden. Sie ist das Gesicht geworden, das ich der Öffentlichkeit zeige. Das ich allen zeige. Ich will nur, dass du weißt, dass du nicht von mir, dass du sie nicht von mir tragen musst. Wenn du das nicht willst. Wir sind nur zu zweit. So kannst du sie ruhig absetzen. Hier ist keiner.
Wie geht's dir? Das war okay, weißt du. Aber ich fühle mich immer noch immer besser, seit ich aus der Stadt raus bin. Ich dachte, du magst die Stadt. Ich liebe die Stadt ja auch. Es ist toll. Es passieren immer aufregende Dinge. Ich lebe nur nicht gern dort. Es ist so laut und überall sind so viele Menschen. Manchmal hörst du deine eigenen Gedanken nicht mehr. Verstehe. Je länger du dort bleibst, desto mehr fühlt es sich so an, als würde man die Verbindung zur Natur verlieren. So seltsam es auch klingen mag, ich vermisse Nockwell. Ich vermisse die frische Luft, die Natur. Ich vermisse es, die Sterne nachzusehen und mit meinen Freunden rumzuhängen. Wir haben dich auch vermisst, Ash. Aber ich glaube nicht, dass wir heute Abend irgendwelche Sterne sehen werden. Nicht bei diesem Sturm. Ich habe schon bemerkt, ob wir in den Regen kommen. Ja, da ein freudiges Wiedersehen, nämlich für die beiden noch. Die waren so lange getrennt. Mensch, Mensch, Mensch. Und was mich vorhin gewundert hat, wir waren im Tempel. Brauchen 2 Stunden die Treppe runterzulaufen? Nein, natürlich nicht. Aber habe ich erst gedacht. Fällt mir gerade ein, die waren ja schon fertig mit der Untersuchung. Also waren sie runtergegangen und haben 2 Stunden alleine gesucht. So. Was ist mit der Kunstschule? Ich glaube, ich werde eine Auszeit von der Schule mir gönnen. Ich fühle mich richtig ausgebrannt. Wirst du zurückkommen? Vermutlich. Ich muss nur noch ein paar Sachen erledigen. Vielleicht mache ich sogar ein paar Klassen am Community College, während ich über ein paar Dinge nachdenke. Oh, ja, das wäre voll cool. Larry will das auch machen. Als er das gesagt hat, war ich echt überrascht. Ich dachte nicht, dass er aufs College gehen würde. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich gerade auch nicht. Ich wusste nicht, dass es da steht, sondern ich auch nicht. Es wäre ganz so wie früher. Die alte Crew wieder zusammen in der Schule. Sind alle wirklich glücklich? Bist du glücklich? Glücklich worüber? Alles. Das Leben. Ich weiß nicht. Keine einfache Frage. Obwohl ich gerade eine schwere Zeit durchgemacht habe, versuche ich Dinge zu finden, die mich glücklich machen. Was ist sonst der Sinn? Verstehst du? Ja. Ich bin jetzt glücklich. Ja. Ist wirklich alles in Ordnung, Sol? Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich stehe ein wenig neben der Spur. Alles fühlt sich so falsch an. Was? Wie meinst du das? Nichts. Nichts scheint zu beruhigen. Diese ständige Unruhe, als ob mein Geist und meine Seele nicht im Einklang miteinander wären. Ich würde so gern den Himmel anschreien, bis er auseinanderbricht. Und? Was und? Lass uns es tun. Ich weiß nicht. Komm schon, ich wette, du wirst dich nachher besser fühlen. Ich weiß auch nicht. Also manchmal ist es schon ganz gut, wenn man Druck hat, also Druck, wenn man sich nicht gut fühlt, irgendwie was rauslassen will und so, dass man dann in die Natur geht und einfach mal wegschreit, quasi, also alles rauslässt. So, manchmal ist das eine ganz gute Situation. Das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich auch schon mal gemacht. Hey, Todd. Hey, du bist jetzt schon von deinem Date mit Ashley zurück?
Ich glaube nicht, dass es ein Date war. Aber ja. Na klar, Saul, wie war's? Es war nett, sie wiederzusehen. Ich freue mich schon drauf, dass wir sie zurückbekommen. In der Tat, Ashley ist eine gute Seele und unseren Untersuchungen könnte man einen weiblichen Zugang profitieren. Zusätzlich könnte jemand, der einen frischen Blick auf unsere Recherche wirft, sehr nützlich sein. Da wir gerade davon sprechen, Larry und ich denken, dass wieder etwas Seltsames in den Apartments vor sich geht. Ich habe ihm gesagt, dass ich dich heute Abend vorbeibringe, damit wir uns das ansehen. Wunderbar. Also, das wird mit mir die Gelegenheit geben, diese neuen Dinge auszuprobieren, an denen ich gearbeitet habe. Wenn du mir einen Moment Zeit gibst, mache ich mich fertig. Klar, sag mir einfach, wenn du soweit bist. Wird schon passen. Oh, eine Nachricht von Larry. Saul, tut mir leid, Kumpel. Mach dir keine Vorwürfe. Was tut dir leid? Wovon redest du? Es ist Zeit für mich zu gehen. Was ist jetzt los? Ich hoffe, du machst nichts Dummes. Es ist zu spät. Ich werde bald weg sein. Was ist da los? Bringt Larry sich gerade um? Das kann doch nicht erwarten. Nein, der will doch aufs College und so. Lass den Quatsch, das ist nicht lustig. Ja, damit ist nicht zu spaßen. Mein Handy ist kaputt. Hallo? Larry sagt nichts. Larry? Heb ab, Mann, heb ab. Komm schon, Larry. Oh, Larry, heb ab, Mann. Oh, bitte heb doch ab. Heb ab jetzt, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht angehen. Larry. Alter, was hat er getan? Was ist passiert? Oh Gott, oh Gott. Ja, ich muss da ganz schnell hin. Schnell, schnell, schnell. Ist mir scheißegal, ob es regnet oder so. Aber Larry ist anscheinend in Gefahr. Knockwell's Holmes. Schnell, 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 schnell. Friedhof. Ne, da war da auch nicht. Das Kirche, glaube ich. Ich sehe das so kaum. Es regnet so. Hier hin. Schnell. Larry! Larry! Wo zum Teufel bist du, Mann? Im Baumhaus. Hundertprozentig im Baumhaus. Was? Nein, was? Nein! Larry! Was hast du getan? Larry, warum nur? Ich krieg richtig Gänsehaut, Alter. Ich hab richtig Gänsehaut. Scheiße. Kommen mir schon fast die Tränen. Larry ist... Alter. Ich habe mich so gefreut, Saul zu treffen, dass es mir zuerst gar nicht auffiel, wie anders er sich verhielt. Wie ich? Moment, wieso hat... Habe ich mich anders gerade eben verhalten? Also, war jetzt Saul irgendwie komisch die ganze Zeit? Ne, er hatte doch... Hä? Während wir beim Wendigo-See waren,
waren, wurde es langsam spürbar. Damals dachte ich noch, dass er traurig wäre. Ich dachte, dass er vielleicht aufgehört hätte, seine Medikamente zu nehmen. Miss Campbell, hatten Sie jemals in der Zeit, in der mit Sol... in der mit Soliert waren? Das Gefühl, dass er gefährlich ist? Hat er Sie vielleicht bedroht? Nein, Sir, nichts davon. Sol war der süßeste Junge, den ich kannte. Ich fühlte mich immer sicher bei ihm. Bis zu dieser Nacht. Würden Sie bitte erzählen, was Sie bei dem Baumhaus sahen? Kurz nachdem ich vom Ausflug am See nach Hause kam, rief Sol an, vielleicht auch eine Stunde später. Er war am Boden zerstört und ich konnte hören, dass er geweint hatte. Er sagte mir, dass Larry tot sei. Ich bat ihn, 911 anzurufen. Ich sagte ihm auch, dass, wenn er es nicht tun würde, ich es tun würde. Hat er irgendjemand von Ihnen die Nummer 911 angerufen? Nein. Seit der Highschool haben wir die Jungs eingeredet, dass es eine Verschwörung der Polizei in Knockwell gab, dass man ihnen nicht trauen konnte. So habe ich mich gegen mein Bauchgefühl entschieden und nicht die Polizei angerufen. Ich bin sofort zum Apartment gefahren. Sol verhielt sich komisch, als ich zum Baumhaus kam. Er ging auf mich auf und ab und redete mit sich selbst. Offensichtlich war er außer sich. Das waren wir beide, aber so hatte ich ihn noch nie gesehen. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, aber er faselte von Okkultismus und einem großen Unheil. Er sagte, Larry sei im Baumhaus. Ich brauchte kurz, um mich zu beruhigen. Ich wusste selbst nicht, was los war, ob Larry wirklich tot war oder Sol den Verstand verloren hatte. Ich sah im Baumhaus nach, aber dort war nichts Besonderes außer einer leeren Schnapsflasche. Kannten Sie Sol als Trinker? Nein, Sol hat fast nie was getrunken. Er hat mir mal erzählt, dass er Angst davor hat, betrunken zu sein, da eine Neigung zur Abhängigkeit in der Familie lag und er nicht zum Alkoholiker werden wollte. Daher war mir klar, dass da was nicht stimmt. Larry war nirgends zu sehen. Und ich begann mir wirklich Sorgen um Sol zu machen. Ich versuchte Sol zu beruhigen, aber er reagierte überhaupt nicht mehr. Ich versuchte mit ihm ins Haus zu gehen, aber er rührte sich nicht. Wir fingen an zu streiten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir jemals davor gestritten haben. Ich musste weg von dort. Ich ertrug es nicht, wie er drauf war und wollte nicht alles nur noch schlimmer machen. Bevor ich ging, sagte ich Henry und Lisa, dass Sol Hilfe braucht. Sie versprachen mir, dass sie sich um ihn kümmern würde und ich sagte, sie sollten sich melden, wenn sie mich brauchen. Es war furchtbar, Sol dort so allein zu lassen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich wünschte, ich wäre dort geblieben. Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Ich habe die ganze Nacht bei meinem Handy gewartet, bis ich den zweiten Anruf erhielt. Krass. Also wir wissen ja schon, dass Larry tot ist. Krass. Ungefähr 10 Minuten nachdem Ashley gegangen war, kam Todd. Er wusste, dass etwas nicht stimmt, nachdem ich so schnell verschwunden war und auf seine Nachrichten nicht geantwortet hatte. Er fuhr mit dem Van einschließlich unserer Ausrüstung hin. Ich erzählte Todd, was Larry getan hatte.
Wir beide brauchten Zeit, um uns wieder zu fassen. Larry war unser bester Freund. Wie ich vorhin schon erwähnt habe. Wir waren eine Familie. Was ist mit diesem Körper passiert? Ich bin mir nicht sicher. Er versuchte etwas zu sagen, aber ich verstehe kaum was. Ich glaube, er hat Schwierigkeiten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Lass uns das neue Teil ausprobieren. Vielleicht hilft es ja. Warte kurz. Gut, mit den Necro-Licht-Modifikationen, die ich an deinen Gitarre vorgenommen habe, werden wir das Geisterreich beeinflussen können. Wie funktioniert das? Schalte es mit G ein. Dir fällt vielleicht auf, dass ich 12 Symbole am Hals angebracht habe. Spiel die übereinstimmenden Noten, um die Symbole zu aktivieren. Spiel so wie sonst. Wähle Noten aus und drücke dann J, K oder L, um eine der Noten in die Gruppe zu spielen. Versuch alle 12 Noten zu spielen. Ja, okay. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Scheiße, dass Larry tot ist. Krasser Kack. Also, mit G kann ich... Ach, du ahnst es nicht. Okay, ja. Freut euch auf das Musikkonzert. Das wird so schrecklich, dass die Geister eigentlich flüchten oder herkommen und die Gitarre zerstören. Deswegen, wir sehen uns übermorgen und ich freue mich auf euch. Ich bin jetzt gerade so gespannt. Jetzt geht's langsam Richtung Ende, denke ich mir mal, weil jetzt ist Larry tot. Wir wussten ja schon einmal, dass er tot ist. Aber was ist genau passiert? Wie ist es passiert? Und was hat der Rotauge damit zu tun? Und warum ist Ashley gerade so im Gerichtssaal so komisch zu uns? Weil ich finde nicht, dass wir komisch sind. Aber okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Tomo Wittner. Bis übermorgen. Ciao. Oder jedenfalls einen Klick weiter. Tschüss.